weiter, Spitzenreiter! So, haben wir zwar nicht Klaus Fischer, aber... Ja, mein Name ist Michael Fischer und ich bin, seit ich 5 Jahre alt bin, Schalke-Fan. Und ich habe den heutigen Tag zum Anlass genommen, hier hinzukommen, um eventuell mal mein Idol irgendwo zu treffen. Leider hat das nicht geklappt, aber auch wenn der Herr Fischer Klaus nicht da ist, ne, sind trotzdem viele andere gute Spieler hier und es ist ein wunderschöner Tag. Und ich muss einfach sagen, ich bin sehr zufrieden und glücklich, dass ich hier bin, weil die ganze Atmosphäre stimmt. Ja, und hier ist übrigens der Gewinner unserer Quizfrage, wann Olaf Thun denn UEFA Cup-Sieger geworden ist. Wann war es denn? Das war 1997. Ein echter Schalker weiß sowas. Hat ja lange, denke ich mal, unentschieden gestanden.
aber irgendwann setze ich die Klasse nun mal durch. Ja gut, wir haben die ersten 20 Minuten total verschlafen und nachher haben wir eigentlich vernünftig gespielt und dann sind die Tore auch gefallen. Also von daher kann man dann mit 20 Minuten sicherlich zufrieden sein. Das waren aber schöne Tore, ne? Martin Max mit dem Fallrückzieher, extra für den nicht anwesenden Klaus Fischer vielleicht? Ja gut, das ist sicherlich richtig, aber im Großen und Ganzen konnte man mit der Spielweise nicht zufrieden sein. Obwohl es 5-1 war. Also gibt es anschließend noch ein Straftraining oder was? Ja, das sicherlich nicht, aber ich hoffe, dass die Jungs daraus lernen, das ist wichtig. Ne? Glauben Sie, die Polhäuser können es noch drehen? Ich glaube nicht, weil jetzt die Jungs, die da drin sind, die sind ein bisschen jünger und auch ein bisschen gefährlicher. So, in der zweiten Halbzeit ist noch alles drin, oder? Natürlich. Ich weiß nicht, steht jetzt 6-1? So, ja, im Moment 6-1. Ist machbar. Wenn die 6 schießen, schaffen wir da auch noch, führen wir 7-6. Rainer Bleek, Polhäuser liegt überraschend zurück. Wie erklären Sie sich das? Ja, für mich völlig unerklärlich. Ich habe hier mit einer klaren Führung für die Polhäuser gerechnet, aber die kriegen den Max einfach nicht in den Griff. Stürmerlegende von Schalke und wir Martin Max heute im Stadion so braun gebrannt, auch aus dem Trainingslager gekommen. Ja, so kann man es auch bezeichnen. Ich bin ja viel für Schalke unterwegs, war auch in China, da war es sehr heiß. Da habe ich mir die Bräune geholt. Dann im Trainingslager in Österreich auch noch dabei gewesen. Da war es auch heiß. Von daher, alles gut. Ja, und heute ein super Tor geschossen, weil schon Klaus Fischer nicht dabei war, aber das Klaus-Fischer-Tor geschossen. Habe ich mir von Klaus abgeguckt, ja. Ich hoffe, er ist nicht sauer. Nein, aber das war ja für die Zuschauer das i-Tüpfelchen drauf. Martin Max, ein alter Frische? Ja, super, mit der Fallrückzieher. Also das hätte er mal früher so machen sollen. Vom Allerfeinsten. Martin Max, ein alter Frische? Absolut, könnte heute noch mitspielen. So, wir haben hier vier Frauen sitzen. Oh nein. Diskutiert ihr denn auch schön über Fußball? Wie haben Sie das Spiel empfunden? Ja, halt wie wir es erwartet haben. Wir sind halt Profis, ne? Ja. Auf mein Tor habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Und Sie haben Ihre Tochter auf dem Arm? Genau, Katalea. Die Katalea. Und Sie haben ja noch eine andere Tochter. Das war wahrscheinlich heute die jüngste Zuschauerin heute, ja, hier. Wahrscheinlich, 3 Monate. Wie heißt sie noch? Leana.
Also Leana, die jüngste Zuschauerin, hat heute ihren Vater verfolgt. War schön angenehm. Also ich bin auch stolz darauf, dass ich mit der Mannschaft spielen durfte. Ein gutes Spiel. Erste 30 Minuten sehr gut gehalten. Und danach, wir haben alte Herren dabei. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber danach haben wir so ein bisschen aufgegeben. Habt ihr gemerkt, dass da ein Unterschied besteht, ein Klassenunterschied? Auf jeden Fall. Die musste nicht laufen, der Ball war nur am Laufen und wir waren nur am Laufen. Also Erschöpfung jetzt? Nein. Ja, die letzten 15 Minuten konnte ich nicht mehr. Muss es schon geben. Aber hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich hätte noch weiterspielen können. So, hast du heute hinter dich greifen wieder geübt? War es gut? Ja, war gut. Wir hätten etwas weniger reinkriegen können in der ersten Halbzeit. Wir hätten vor allen Dingen auch führen können. Aber ich bin froh, dass mein Kollege diesmal mehr reingekriegt hat als ich. Hundertprozentig. Und ich bin auch froh, dass er das Tor eher reingekriegt hat in seiner Halbzeit als ich. Nein, also muss also sagen, hier die Torwartleistung von Bram Wuchertseifer war erste Sahne, ganz, ganz dicke Dinger rausgehauen. Großes Kompliment. Aber, vielen Dank an Tura Pohlhausen für dieses tolle Event. Aber ich muss dabei sagen, wir Marco nicht, wir verstehen uns sehr gut und der Marco, der weiß das auch. Und das macht auch Spaß mit ihm, dass er dann die zweite Halbzeit spielt und wir flachsen immer so ein bisschen. Und letztes Mal war er eben auf der besseren Seite, jetzt bin ich das mal. Das ist so schön herrlich hier unten. Ne? Jetzt sollten mal viel mehr Leute hier runterkommen, weil das ja eine super Anlage ist. Die wird leider immer von den Wärmels so ein bisschen vernachlässigt. Tolles Spiel, tolles Event. Vielen Dank an Tura Pohlhausen. Wird es sowas vielleicht nochmal geben? Ich denke ja. Ich hoffe, dass es kein Verlust war. Ich bin maßlos enttäuscht von den Wermelskirchnern. Man bietet etwas, egal ob wir das als Tura Pohlhausen sind oder wie es kürzlich der HC Wermelskirchen gemacht hat, und kommt halt nicht von der Couch hoch. Es ist schade. Ich weiß nicht, was man alles bringen muss. Aber so, was ich hier heute gesehen habe, von den Zuschauern waren begeistert. Das Spiel, einfach genial. Und ich bin der Überzeugung, in wahrscheinlich 2 Jahren dann wieder nochmal ein Team, was dabei kommt. Hat Spaß gemacht, wie immer. Wie immer. Vor allem bei Schalkern da zu sein, macht immer Spaß. Insofern, und gelungener Abend, sag ich mal. Und vielen Dank, Schalke 04 und Martin Max. Und aber Tura Pohlhausen, Kunstrasen, noch ein Thema? Ja, immer noch. Das bleibt. Bleibt bestehen. Wir haben jetzt das nächste Event für Projekt Kunstrasen am 23. Oktober. Unser Preisgard wieder in diesem Jahr. Hoffen da auch wieder einige Euros zusammenzukriegen. Kleinvieh macht Mist und es reicht dann. Irgendwann mal. Auf jeden Fall. Walter, vielen Dank und vielen Dank an den Tura Pohlhausen für ein tolles Event hier aus dem Eifkenstadion in Wermelskirchen.